Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LNS 19 auf der Untergriesbach. Ja, auch wie im letzten oder im gestrigen Video schon gesagt, also es ist ja schon ein bisschen her, ne? Wir hatten hier im letzten Video auf der Untergriesbach haben wir, wenn mich nicht alle täuscht, eigentlich Gras eingefahren. Hatten wir das zu mit einem Sammelwagen eingefahren, haben Silage draus gemacht. Wir hatten ja noch hier unseren lustigen kleinen Bug wieder gehabt hier im Silo. Ach, das haben sie anscheinend immer noch nicht so wirklich gefixt. Naja, egal. Wir haben das, damit sind wir fertig gewesen. Dann hatten wir, glaube ich, noch ein bisschen Pflanzenschutz ausgebracht. Gedüngt, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, was wir alles im Livestream gemacht haben. Danach noch. Ich sitze jetzt in unserem schönen Massey Ferguson 6616 mit unserem Gillefässchen dahinter. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen Gülle ausbringen. Ne? Also, weil stickstoffmäßig, ja, sieht es nicht so schön aus, ne? Hier sowieso nicht. Hier sind ja Sojabohnen drauf. Genauso wie hier. Wird auch nichts gemacht. Und hier kommt eventuell, hier brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht mehr düngen. Das haben wir ja, hier sind ja Sonnenblumen drauf. Das haben wir ja mit der Sämaschine schon gemacht. Ich hatte ja hier zum Anfang auf Hand und habe ganz wenig eingestellt. Das war schon zu viel. Und dann habe ich dem Automatik gestellt gehabt und dann hatten sie ja alles gut. So, gut, jetzt werden wir hier auf der 60, ne, ist unsere Wiese, werden wir erstmal ein bisschen Gülle ausbringen. Nebenbei, oder wie ihr schon seht, habe ich das Hut ein bisschen kleiner gemacht. Ich weiß gar nicht, dass das geht. Geht aber nicht im Spielmodus, sondern nur im Optionsmodus im Hauptmenü. Und ja, sagt mal, was ihr davon haltet, ob euch das gefällt. Oder ob euch das zu klein ist. Also mir gefällt es so ein bisschen besser, weil ich habe mehr, Sichtfeld sozusagen. Ist natürlich alles ein bisschen kleiner jetzt noch. Aber wie gesagt, mir gefällt es so ein bisschen besser, weil ich habe nicht mehr diese großen Dinger überall, links, rechts, in den Ecken. Natürlich das Zeichen für die Maschinen, welche ich gerade angekoppelt habe und so, das ist natürlich auch dementsprechend kleiner geworden. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, gar nicht. Oh, jetzt muss ich mal einmal gucken. Ich glaube, ich habe vergessen. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen. Nee. Steht noch im Handmodus. 4 Kubik. Na gut, dafür ist das dann ein bisschen doof, ne? Sagt mal, was ihr davon haltet. Ob ich das so lassen soll oder ob ich das ein bisschen größer machen soll wieder. Ich kann es gerade so noch erkennen jetzt hier. Ich hab schon Brille auf. Vielleicht muss ich das doch mal ein klein bisschen größer wieder machen. Steht im Handmodus. 4 Kubik auf dem Hektar bringen wir aus. Doch, ist gut. Alles gut so. Achso, ja. Muss das erst runterlassen. Ne? Weil jetzt geht das ganz gut. Natürlich ist die Karte dann auch ein bisschen kleiner. Die ist normal groß. Aber die ist ein bisschen kleiner denn jetzt. Aber es geht. Für die erste Düngerstufe ist das in Ordnung. Ne? Dann brauche ich ein bisschen weniger bei der zweiten Düngerstufe, also wenn ich mit Dünger raufgehe. Ist das ein bisschen besser, verbrauche ich nicht so viel.
Vor allen Dingen sind die Gülle bzw. die Gärreste etwas günstiger als Mineraldünger, ne? Ich weiß gar nicht, was ich für das Fässchen voll bezahlt. Ja, war nicht ganz leer. Vielleicht sehen wir das noch. Ich denke mal, oder? Ja, mal gucken. Ob wir das noch sehen in der Folge. Eigentlich reicht es ja auch noch, wenn ich das. Das sieht ganz gut aus. Doch. Wir müssen mal gucken, was wir denn machen, wenn wir hier fertig sind. Weil, ja gut, wir haben es in-game knapp 17 Uhr. Ich denke mal, ich werde noch vorspulen. Dann müssen wir uns am nächsten Tag noch mal ein bisschen die Kühe machen. Die Kühe. Na gut, mal gucken. Zweiter Schnitt. Will ich eigentlich Heu machen? Nur ich habe ja noch ein bisschen Heu. Das ist jetzt die Frage. Ich habe eigentlich noch oben in der Halle noch Heu genug, denke ich mal. Das werden die Kühe bis dieses Jahr, glaube ich, nicht auffuttern, sozusagen. Ich glaube nicht. Wie gesagt, das oben rechts und unten rechts, dass das alles so ein bisschen kleiner ist, das ist gut. Aber das oben links nachher, falls ich mein Menü anmachen muss, hin und wieder mal, dann ist das ein bisschen zu klein, finde ich, wieder das Menü. Die Karte, ja gut, das finde ich jetzt, ich weiß gar nicht, ist die Karte kleiner geworden oder größer? Kann ich jetzt gar nicht so gar nicht sagen. Ups, ja, falscher Knopf. Wie gesagt, könnt ihr ja nochmal auch nochmal sagen, ob das so gut ist oder ob ihr das persönlich auch nicht so sch oder nicht so schick findet. Wie gesagt, ich habe, wenn ich in-game, also wenn ich jetzt, ne, so fahre, habe ich mehr Sichtfeld, sage ich mal, kann ich besser. Das hat sonst ein bisschen für mich ein bisschen gestört. Ich finde es auch gut, dass man das beim PC komplett ausschalten kann. Wenn du denn einzelne Vorgänge machen willst, zum Beispiel nochmal ins Bedienmenü sozusagen gucken willst, dass man das dann wieder einschalten kann. Weil Uhrzeit haben wir irgendwo auf dem Trecker auch meistens. Meistens. Oder? Haben wir hier irgendwo eine Uhr? Hier jetzt glaube ich nicht. Ja, ich glaube nicht. Da sehe ich zumindest keine Uhr. Ich sehe irgendwie 17 Uhr. Nö. Okay, hier im Trecker erstmal keine Uhr. Okay, ist das halt so. Was
gucken muss. Irgendwo hing hier gerade fest. So, das ist das Vorgewende denn nachher. Ah, guck mal, also muss sagen, der Fass wird fast für die ganze Wiese reichen. Ich denke mal, einmal werde ich noch holen müssen. Im Großen und Ganzen. Wie gesagt, also bei mir ist das. Also wenn ich es rechtzeitig mache, dann mache ich das ja immer so mit Gülle. Erst Gülle ausbringen und dann. Als erste Stufe Gülle ausbringen bzw. Mist, dann stelle ich das im Handmodus so ein, dass ich recht wenig ausbringe und den Rest dann mit Mineraldünger mache und den Mineraldünger dann auf Automatik laufen lasse. Weil wenn ich da jetzt hier so mit Mineraldünger rübergehen würde, würde ich sehr sehr viel verbrauchen. Und so viel brauche ich halt dadurch, dass ich schon einmal mit Gülle oder Gärresten vorgemacht habe, weniger an Mineraldünger. Natürlich liegen hier überall nochmal ein bisschen so Reste rum, ne? Grasreste, aber. Ja. Nicht ganz perfekt gemacht, ne? Nicht ganz perfekt. Wir haben noch 44% drin. Reicht ja fast noch. Echt für das ganze Feld noch. Ein bisschen muss ich noch holen, denke ich mal. Also so richtig reichen fürs ganze Feld wird es nicht. Glaube ich nicht. Vorgewende jetzt noch. Aber. Also, wie gesagt, also ich spare schon unheimlich Geld damit ein. Wir haben jetzt ein bisschen Düngerstufe mehr hier auf der Wiese. Es sei denn, ich habe Heu gemacht, dann mache ich das mit der Gülle eigentlich nicht, weil dann ist es meistens schon zu spät. Dann bin ich meistens schon wieder eine Wachstumsstufe weiter mit dem Gras. Und da fahre ich dann meistens immer mehr nur mit Mineraldünger rüber. Aber so wie jetzt, direkt nach dem ersten Schnitt, ohne warten zu müssen, dass es trocknet. Zack, bumm, gleich rüber. Kommt am besten. Oder ist auch am besten. Mache ich das ja eigentlich bei Getreide auch oder anderen Früchten. Meistens bei Getreide vor oder nach der Ernte, da wo Getreide rauf soll, zack, bumm, einmal Gülle vorher rauf. Dann braucht man nachher mit einem Düngerstreuer nicht mehr so viel.
So, Gudi, ich sehe aber auch gerade schon wieder, dass wir am Ende angekommen sind. Ich werde den Rest mal hier noch fertig machen und dann denke ich mal ein bisschen vorspulen, ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Däumchen da lassen. Gerne auch ein Abo, würde ich mich auf jeden Fall auch riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.